In der heute Abend vom zentralen sowjetischen Fernsehen verbreiteten Erklärung des Ministerrates der UdSSR über die Havarie in dem Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine sind nach vorläufigen Angaben 2 Menschen ums Leben gekommen und 4 Ortschaften mussten evakuiert werden. Das Kernkraftwerk befindet sich 130 Kilometer nördlich von Kiew. Entsprechend den Untersuchungen der Regierungskommission unter Leitung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Genossen Scherbina kam es in einem der Gebäude der 4 Energieblöcke zu einer Teilzerstörung der Baukonstruktion des Reaktorgebäudes. Dabei wurde der Reaktor selber beschädigt und es kam zu Ausbrüchen radioaktiver Stoffe. Die Arbeit der anderen 3 Energieblöcke wurde sofort gestoppt. Sie befinden sich in voller Funktions- und Arbeitsbereitschaft. Es wurden zugleich auch die ersten Maßnahmen zur Beseitigung der Folgen der Havarie ergriffen. Weiter heißt es, es gelang, den radioaktiven Zustand auf dem Kraftwerk und in der Umgebung zu stabilisieren. Allen Betroffenen wird medizinische Hilfe zuteil. Die radioaktive Lage in dem Kraftwerk und in der Umgebung, so wird vermeldet, wird unter ständiger Kontrolle und unter ständiger Beobachtung gehalten. Im Zusammenhang mit Anfragen teilte das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz mit, dass in der DDR ständig Messungen zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt erfolgen. Nach der TASS-Meldung über eine Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine wurden keine Werte der Radioaktivität gemessen, die eine Gesundheitsgefährdung hervorrufen können. Der Leiter des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz der DDR, Professor Dr. Georg Sitzlack, der sich gegenwärtig mit einer Expertengruppe aus der DDR zu einem Besuch in Dänemark aufhält, erklärte heute gegenüber Pressevertretern, dass in der DDR Strahlenmessungen mit äußerster Gründlichkeit vorgenommen werden. Im Zusammenhang mit der Havarie in dem ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl erklärte Sitzlack, für die Sicherheit der Reaktortypen in der DDR gelten eigene nationale und zusätzliche Sicherheitsvorschriften, deren Einhaltung mit aller Strenge gegenüber der Wirtschaft und allen Beteiligten durchgesetzt wird. Als nicht relevant bezeichnete ein Sprecher des Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz der DDR in Berlin die Frage einer Überprüfung der Sicherheit in den Kernkraftwerken der DDR nach dem Unfall im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl. Wir haben ganz andere Reaktoren, erläuterte der Sprecher des Amtes auf entsprechende Fragen von Pressevertretern.